habe nur ein paar Wörter zu sagen. Es tut mir erst leid. Ich habe schon lange kein Deutsch geredet und wenn ich Fehler habe, dann sage ich jetzt schon Entschuldigung. Mein Leid ist sowas von groß, dass ich das einfach nicht in Worten erfassen kann. Es ist einfach zu groß. Diese Schmerzen, über diese Schmerzen kann ich leider euch nicht erzählen. Das tut mir einfach weh. Ich will euch nur eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe dieses kleine Mädchen versprochen, wenn ich irgendwann mal die Zeit finde, dass die Welt mich hört, dann erzähle ich deine Geschichte. Sie liebte es zu singen. Das war ihr Traum. Ihre Liebe war zu groß für diese Musik. Sie hat immer an sich geglaubt, nicht ihre Träume aufgegeben. Sie ist erwachsen geworden und hat erfahren, dass Singen für sie verboten ist. Ihre Träume werden zerstört. Aber die Liebe zur Musik, die könnte man ihr nicht wegnehmen. Die war zu groß. Und dann, eines Tages, hat sie zu mir gesagt, ich werde trotzdem kämpfen und nicht aufgeben, weil das waren meine Träume und meine Liebe. Und sie ist aufgestanden und hat gesungen und gesungen und gesungen und gesungen und nicht aufgehört. Und ja, diese kleines Mädchen, wo an ihre Träume geglaubt hat und natürlich an die Liebe. Liebe, ja, Liebe ist das Wichtigste, was die Menschen in dieser Welt brauchen. Und sie hat das erreicht. Und ja, ich danke, dass ich heute hier für euch singen konnte. Ich habe meinen Traum. Ich habe meinen Traum nie sterben lassen. Und heute bitte ich euch jeden Einzelnen und auch die liebe Zuschauer zu Hause, bitte lasst die Liebe nicht sterben. Lasst die Träume nicht zerstört werden. Jede Jugend im Iran, die träumen und träumen und träumen und träumen, aber die Träume leider werden nicht wahr. Und heute müssen wir die Stimme von dieser Jugend werden. Lass uns nicht alleine. Bitte. Die tapferen Kämpferinnen und Kämpfer, die kämpfen für ihre Freiheit, die sind auf die Straße und die Islamische Republik, die tötet, die schlägt, die foltert, die entführt diese Leute. Und bitte, die Welt muss aufhören, mit diesem terroristischen Regime zusammenzuarbeiten. Es muss gestoppt werden. Es muss gestoppt werden, bitte. Und jetzt, danke, dass ich hier. So ganz.